Mensch, ist das ein Spiel. Also das Ziel, das ich auf lange Sicht für dem Spiel habe, ist selbstverständlich, den Mittelpunkt des Universums zu erreichen. Obwohl wir es nicht müssten, und ehrlich gesagt hat uns das Spiel noch keinen Schubs in diese Richtung gegeben, so vom Plot her, oder? Der Atlas, das Einzige, was wir, glaube ich, haben, dass uns der Weg in den Mittelpunkt der Galaxis auf der Karte angezeigt ist. Der Posten ist unentdeckt, aber wie entdecken wir ihn? Ich glaube, dazu müssen wir hier wieder irgendein Maschinchen aktivieren, wie das da hinten zum Beispiel. Das kriegen wir hin. Ein Posten. Ein Posten. Hier sind Isotope. Isotope brauchen wir. Frachtabwurf, nichts drin. Das ist schon eine offene Kiste. Was war das denn? Ach, das ist unser Schiff. Okay, okay. Was sind das da? Gesundheitsstärkung, ja, das ist gut. Glaube ich. Haben wir es jetzt entdeckt oder nicht? Ich verstehe diese komischen Gegenstände nicht. Ach, hier können wir Licht an- und ausmachen, oder? Hier können wir schon mal speichern und dann haben wir den Posten wahrscheinlich auch entdeckt. Ja, wunderbar. Ein Posten. Das Plutonium da nehmen wir nochmal gerade mit. Genau deswegen nämlich. Ach hey, es gibt viele. Huch. Wir nehmen mal tatsächlich das ganze Plutonium mit, das wir bekommen können, würde ich sagen. Weil wir hier gerade so viel rumstehen haben. Aber das geht tatsächlich auf die Entfernung, das ist angenehm. Und vielleicht auch. Meilenstein erreicht. Was denn jetzt schon wieder? Sind wir schon wieder eine Strecke gegangen, oder? Bummler, ja, tatsächlich. Gut. Bummeln wir hier ein bisschen rum. Ich hoffe, das stößt den Drohnen nicht allzu sehr auf, dass wir hier Plutonium abbauen, aber wir müssen ja. Oh, dieser Rohstoff, das Eme sonst was, das finde ich echt stark. Dass es das hier gibt, das habe ich sonst noch nirgends gesehen. Aber auf der anderen Seite ist das ja erst mein... Ist das der zweite oder dritte Planet, wo wir jetzt sind? Der zweite erst, ne? Ich lerne das mit dem Rennen aber auch nicht. Jetzt sind wir im G-Modus. Ah, das liegt immer an der Ausdauer, ob wir können oder nicht. Gehen wir erstmal in das kleine Gebäude rein. Jetzt sind wir wieder im Rennmodus, verstehe. Ne, jetzt rechts unten, da seht ihr das, da geht meine Ausdauer gerade runter. Sehr, sehr gut. Das HUD zu verstehen ist schon mal die halbe Miete. Ah ja, hier haben wir noch was. Ja, ist ja gut. Ich gehe mal hier rein. Guck mal, hier wohnt ja einer. Hi. Wie geht's? Alles dufte? Voll dufte, Mann. Richtig dufte. Okay, was? Wie lade ich das auf? Wunderbar. Was können wir noch aufladen? Ich kann mir vorstellen, dass der Bergbaulaser nochmal aufgeladen werden muss. Oder unsere Startschubdüse auch. Okay. Für den Impulsantrieb.
Jawohl, Bergbaustrahl haben wir ordentlich benutzt. Technologie aufgeladen. Blitzwerfer auch so ein bisschen. Versehentlich. Technologie aufgeladen. So. Mit dem kann man bestimmt gleich interagieren, aber zuerst gucke ich mich mal hier um. Was hat denn der Gutes? Jetzt plündern wir ihn erst aus und danach reden wir mit ihm und dann findet er bestimmt, wir sind ein Arschloch und macht gar nichts mehr für uns. Wäre irgendwie... Oh, die Schilde. Wäre irgendwie sinnvoll. Aber wahrscheinlich funktioniert das Spiel so nicht. Wahrscheinlich können wir ja trotzdem alles ausplündern. Und wieder eine Multiwerkzeugtechnologie. Ein Plasmawerfer. Landdisruptortechnologie und Ausgrabungswerkzeug. Abgefeuerte Plasmageschosse explodieren bei Aufprall. Mit Isotopelementen aufgeladen. Achtloser Gebrauch kann zerstörte Alien-Ökosysteme und Schaden beim Nutzer nach sich ziehen. Das klingt extrem gut. Sagt mal, woher weiß ich eigentlich von all den Waffentechnologien, welche die bessere ist? Wenn wir so viel Blödsinn haben. Das wäre auch mal interessant zu wissen. Wo können wir die genau vergleichen? Kommen wir durch Türen durch? Durch die wohl nicht. Durch die anscheinend auch nicht. Ah ja, die mit einem blauen Kreis. Okay, ich verstehe. Irgendwas machen können. Das ist ja interessant. Ein Sendeturm. Wie es scheint, blieb ein automatischer Notruf vor langer Zeit unbeantwortet. Ach, wir müssen wieder einen Code knacken. Ach du Scheiße. Mathe-Rätsel. Also manchmal, ne, beim letzten Mal hat es ja gut geklappt. Aber das heißt nicht, dass ich das jedes Mal durchziehen kann, so eine Nummer. Warte mal. 1, 2, 6, 24. Ich glaube, ich verstehe. 2 mal 1 ist 2. 3 mal 2 ist 6. 4 mal 6 ist 24. 5 mal 24 ist 120. Und dann brauchen wir 6 mal 120. Also 600, 720. Vervollständigt diese Zahlenreihe. Ja, auf sowas muss man kommen. Notrufkoordinaten lokalisiert. Ich nehme an, auch auf diesem Planeten ein Notruf. Vielleicht gucken wir da mal als nächstes vorbei, oder? Aber erst erforschen wir die anderen Gebäude hier. Wo wurde denn hier ein Notruf gesandt? Ja, wir haben da tatsächlich wieder was Neues auf dem Radar. Boah, wir haben so viele Wegpunkte, die wir anfliegen können hier. Ist ja ein Traum. Eine Mathematiker-Entität, ja. Du hast ja solche Rätsel ausgedacht für die Computer, das ist klar. Ich finde, der Helm ist extrem cool. Der sieht so ein bisschen aus wie Daft Punk. Falls ihr den nicht kennt, die haben vor ein paar Jahren so ein supergeiles Revival-Album rausgebracht. Das sind, glaube ich, zwei Leute. Und in den Videos sehen die immer wie Roboter aus. Der Soundtrack würde auch ziemlich gut zu dem Spiel hier passen, muss ich gestehen. Okay, ich glaube, wir haben schon wieder eine 20-minütige Folge, wenn mich nicht alles täuscht. Ach du meine Güte, es sind schon wieder 30. Naja, um ehrlich zu sein, dann mache ich noch 10 Minuten und schneide dann die Doppelfolge. Ich fliege ja kein Schiff, was soll's. Dann interagieren wir einfach mal mit ihm. Ansehen, Doktorarbeit, aha. Korvax, Mikino, Borodak, Echi, Kovatol, Ebo, Sorial. Tja, von dem ganzen Gefasel habe ich gerade mal ein Wort verstanden. Wie verhält er sich denn? Die freundliche Begrüßung der elektronischen Lebensform verlangsamt sich plötzlich.
Sie zapft ihre persönlichen Daten an, während sich die Lichter im Gesicht weiten und die internen Systeme abstürzen. Datenflüsse zeigen, wie sich die Energie langsam dem Ende neigt. Die Lebensform sieht mich um Hilfe bittend an und zeigt mit einer einzigen langsamen und verzweifelten Bewegung auf meine gesammelten Ressourcen. Ich glaube, der hat ein Problem, der gute Mann. Der wohnt hier ganz alleine, dem scheint die Energie auszugehen. Korvax sind zwar Energiewesen, aber ich kann mir vorstellen, dass die sich auch irgendwie auftanken müssen. Ich glaube, wenn wir ihm ein... Oh, wir müssen weggehen. Wir haben kein Isotop dabei. Wir haben kein Isotop dabei? Ach, er braucht Kohlenstoff oder Thamium. Wir haben leider nur Plutonium im Moment. Wir müssen leider weggehen. Die Maskenlichter der Entität erlöschen. Eine frische elektronische Lebensform wird die Metallhülle herunterladen. Sie ignoriert mich. Der ist gestorben. Der Korvax ist vor unseren Augen gestorben. Oh mein Gott. Alter, ich kann doch nicht ahnen, dass sowas passiert. Wir müssen jetzt immer Kohlenstoff bei uns haben. Wie krass, es tut mir so leid. Ich hab doch 2 Aliens getroffen, vielen Dank. Ich hab doch nicht helfen können, ich hab doch helfen wollen, aber ich hab kein Thamium dabei gehabt. Und auch keinen Kohlenstoff. Es tut mir so leid. Und jetzt haben wir nicht genug Kohlenstoff, um mit ihm zu interagieren. Ich hole mal gerade Kohlenstoff. Oder Thamium. Haben wir im Schiff nicht Thamium? Schiff ist da hinten geparkt. Wir probieren es nochmal, aber ich fürchte, wir werden dem armen Kerl nicht mehr helfen können. Huch, das war der Waffenmodus. Ich nehme mir das vor, ne? Wir haben jetzt immer Kohlenstoff und oder Thamium auf einem unserer Slots. Falls wir nochmal in so eine Situation geraten. Ich wusste das doch nicht. Hier, wir haben Thamium. Das übertragen wir auf uns. Wir hauen das Emeril mal aufs Schiff. Oder das Plutonium. Ja, Plutonium brauchen wir vielleicht. Okay, verstehe. Oh, wir brauchen unbedingt größeres Inventar. Thamium 9. So, Emeril. Ab aufs Schiff. Wunderbar, so funktioniert es. Es tut mir so leid. Welches Gebäude war das? Das hier. Wir gehen auch mal rein und reden mit ihm. Es kann sein, dass sich schon ein anderer Korvax auf diesen Körper runtergeladen hat. Bebegeseposten. Bebegeseposten. Den können wir auch noch umbenennen. Ich überlege mir ein bisschen die nächste Folge mal. Also zwischen den Folgen überlege ich mir mal einen guten Namen. Einen, der passen würde. Jetzt probieren wir das. Wir haben den Kohlenstoff noch gar nicht, ne? Vielleicht müssen wir ihn ein bisschen anfeuern. Vielleicht können wir ihn wieder neu beleben oder so. Haben wir irgendwo Isotope rumfliegen? Sind das da hinten keine Isotope? Laufen wir eben dahin.
sagt der Scanner. Müsste er uns das nicht normalerweise anzeigen, was das für ein Kram ist? Oder sind wir so arg weit weg? Scanner wird aufgeladen. Da, das ist doch Kohlenstoff. Warum zeigt der Scanner mir das nicht? Haben wir schon so viele Wegpunkte, dass der Scanner nicht mehr funktioniert? Dass er beeinträchtigt ist? So, wir hauen noch so ein Ding kaputt. So, Lebenserhaltungssysteme wieder aufladen mit Plutonium. Tamium ist selten, das behalten wir. Und Kohlenstoff. Wie viel Kohlenstoff können wir eigentlich tragen? Immer schon voll? Ein bisschen geht noch. Um den Slot voll zu machen. So, das macht mehr als den einen Slot voll. Aber das ist okay, weil wir brauchen so viel für die Lebenserhaltungssysteme. So, dann interagieren wir jetzt nochmal mit ihm. Oder mit seinem Nachfolger, was auch immer. Wir werden es erleben. Ja, ich weiß, dass ich den Posten entdeckt habe, Spiel. Vielen, vielen Dank. So, mein Guter, hier hast du ein bisschen Kohlenstoff. Sag mal, ist der so groß oder bin ich aus irgendeinem Grund in der Hocke? Vielleicht ist er einfach groß. Die Lichter im Gehäuse scheinen der elektronischen Lebensformen scheinen sich zu verengen. Sie neigt ihren Kopf etwas und zwitschert mich an. Vielleicht fragt sie sich, was ich wohl will. Ist unser Ansehen denn so weit gesunken bei den Korvax, dass sie uns jetzt nicht mehr so richtig trauen? Ich kann um irgendwas bitten. Was ist denn Min? Was soll das denn heißen? Ich kann ja um Isotop bitten. Die Lebensform ist einverstanden zu helfen. Boah. Der tut mir genau den Gefallen, den ich nicht tun konnte. Der gibt mir Kohlenstoff. Wo die andere Entität vorher Kohlenstoff gebraucht hat. Wir können also weiter mit ihm interagieren. Im Prinzip immer jedes Mal, wenn wir ihm Kohlenstoff geben. Wir machen es nochmal. Mal gucken, was bei rauskommt. Lebenserhaltungssystemenergie niedrig. Ja, ist ja gut. Korvax, Inak, Amika, verstehe leider wieder nur Bahnhof oder nur Korvax. Die elektronische Lebensform betrachtet meinen biologischen Körper etwas bemitleidend. Wir haben einen biologischen Körper, wir sind kein Korvax, das ist ja schon mal eine Information. Nicht zum ersten Mal frage ich mich, was hinter der Maske der Entität steckt. Vielleicht war diese Spezies vor langer, langer Zeit gar nicht so verschieden von meiner. Das ist ja stark. Wir haben kein Korvax-Gehäuse, wir könnten um eine Reparatur bitten. Wenn wir eins hätten, das ist interessant. Das nächste Gehäuse behalte ich mal. Wir können aber auch ein neues Wort lernen. Und er hilft uns und unterrichtet uns. Virus. Wir haben Virus gelernt. Gut zu wissen. So, was ist jetzt mit der Folgenlänge? Das sind jetzt tatsächlich 40 Minuten, das ist total okay. Da schneide ich zwei Folgen draus.
mache jetzt eine kurze Aufnahmepause von ein paar Minuten und dann in der nächsten Folge benennen wir den Außenposten, interagieren vielleicht noch ein bisschen weiter mit diesem Korvax hier, weil wir die Möglichkeit dazu haben, und fliegen die anderen Punkte an. Ich glaube, wir gehen diesem Notruf nach. Alles klar, bis gleich, euer Ben Stormrider. Tschüss.